Oh Gott. Was soll man denn da machen? Wie kann man denn verhindern, dass der Typ auftaucht? Das ist doch Humbug. Humbug ist das. Kann ich vielleicht hier... Ah, zuziehen. Yeah. Okay. Schranktür. Öffnen. Rausnehmen. So. Okay, schnapp's dir. Rot, grün, blau. War es richtig? Rot, blau, nee, das ergibt keinen Sinn. Dann vielleicht grün, blau, rot. Ah, Moment. So, feurig brennen Wälder. Rot. Rot, grün, blau. Rot, grün, blau. Was hast du für ein Problem damit? Blau, grün, rot. So viele Möglichkeiten gibt's ja nicht. Blau, grün, rot. Habe ich das eben was probiert? Wahrscheinlich. Rot, grün, blau. Rot, blau, grün. Fangen wir mit blau an, dann dann grün, dann rot. Das habe ich, glaube ich, auch schon ausprobiert. Du Gedicht, Digga, was fällst du eigentlich? Okay, also feurig brennt Wälder. Es kann sowohl rot als auch hier grün sein. Regen plätschert über Wiesen. Es kann sowohl blau als auch grün sein. Himmlisch Liebe angepriesen kann sowohl blau als auch rot sein. Das heißt, wir haben rot-grün, blau-grün und blau-rot. Vielleicht rot-blau. Blau. Nee, das ergibt keinen Sinn. Feurig brennen Wälder, Regen plätschert über Wiesen, himmlisch Liebe angepriesen. Ich kann ja auch keine Farbe doppelt setzen, das ist das Ding. Das heißt, es kann entweder die erste Farbe kann entweder rot oder grün sein. Die zweite Farbe kann entweder blau oder blau oder grün sein. Zweite blau oder rot. Okay. Das heißt, die erste muss entweder rot oder so sein. Die zweite muss entweder grün oder blau sein. Die letzte muss... Ah, fuck. Okay, nee. Das ergibt ja dann schon mal, dass das hier auf jeden Fall grün sein muss und das blau. Aber das hat nicht funktioniert. Das heißt, das hier muss dann... was habe ich hier eingesetzt? Habe ich hier grün oder? Ich glaube so. Das heißt, das hier muss so sein, das so. Aber warum? Hä? Was anderes wird doch keinen Sinn ergeben. Hier kann nur einer von denen rein. Grün zum Beispiel. Hier kann nur... Jetzt kann hier zum Beispiel nur noch blau rein. Und dann kann da nur noch rot rein. Und es funktioniert nicht. Was ist, wenn wir hier grün reinpacken? Oh, fuck, dann müssen wir hier blau und da rot. Okay, nee. Packen wir hier mal rot rein. Dann kann hier entweder blau oder grün. Beides würde gehen. Allerdings darf im letzten nur grün oder rot sein. Blau oder... Was heißt so eigentlich? Aber das habe ich schon alles ausprobiert. Warum funktioniert das denn nicht? Habe ich irgendwas übersehen? Nein. Oh ja, geh doch weg. Hä, aber was kann das denn? Ich hab doch alle ausprobiert.
Sonst nichts anderes würde in irgendeiner Art Sinn ergeben. Glaube ich. So. So, mein Freund. Schublade öffnen. Dosensuppe, bla bla bla. Pappschachtel mit eigenen Fotos. 1982. Das bringt mir gar nichts. Öffnen wir das hier mal. Da ist der Tresor. Okay. Im Computer kann ich nichts nachgucken. Hier sind ein paar Polizeiberichte und die Platte. Öffnen. Okay. Nee. Nichts Wichtiges. So, öffnen wir erstmal das hier. Ein paar Bücher und ein Zettel, nichts von Bedeutung. Hier, Zertifikate. Außerdem die kleine Platte, okay. Dann hier die andere Platte, nur sonst nur ein paar Zettel. Ein Gedicht. Oh mein Gott. Was anderes wird doch keinen Sinn ergeben hier, Leute. Himmlisch Liebe. Mann. Feurig. Brennwälder. Vielleicht rot, grün, blau habe ich schon. Was kann man denn noch ausprobieren? Ich hab's. Ich mache jetzt eine kleine Pause und schreibe alle Möglichkeiten auf, die man, wie man das machen kann, auf ein Blatt Papier. Und dann probiere ich alle einmal durch. Bis gleich. So, ich habe jetzt eigentlich alle aufgeschrieben, die sein könnten, glaube ich. Ich war nie gut in Mathe. Ich probiere jetzt einfach mal alle durch. So. Es tut sich nichts. Dann so, so, so. Es tut sich nichts. So, so, so. Es tut sich auch nichts. So. So, so. Da tut sich auch nichts. So, so, so. Ah! Und inwiefern hat es jetzt Sinn ergeben? Blau, rot, grün. Nur einige Unterlagen und ein paar Zettel. Aber hier liegt eine Schachtel. Ein Schlüssel mit einem Schild dran. Da steht drauf: Der Herrscher. Der Herrscher. Ein sehr alter Schlüssel. Wofür der wohl gut ist? Hat er eine ziemliche Ähnlichkeit mit dem Schlüssel der Gerechtigkeit? Liam wird sicher nichts dagegen haben, wenn ich ihn mir einmal ausborge. Er scheint ihn selber ja nicht zu nutzen. Zwei Schlüssel mit komischen Bezeichnungen. Habe ich was übersehen? Der Hinweis aus dem Tresor. Der Wecker 1820. Ich muss zu Mr. Frank. Vielleicht verbirgt sich in dem Wecker noch irgendwas. Ich wette, der dritte Schlüssel. Oh nein. Wie kann man mitten in der Nacht dahin gehen? Oh mein Gott, dasselbe Auto. Dasselbe Auto, das muss irgendwas bedeuten. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich will nicht mitten in der Nacht zu diesen Typen gehen. Da. Hallo? Oh mein Gott. Diese ganzen Uhren. Hier ist ja der Wecker, seltsam. Er ist grau. Mr. Frank muss die Farbe abgekratzt haben. Vielleicht hat er noch nach weiteren Hinweisen gesucht. Hin scheint nicht zu sein, was aussieht wie ein weiteres kleines Fach. Ich müsste die Uhr zerstören, oder es gibt eine andere Möglichkeit. Ah, okay. 18:20, ne? Achtzehn. 20. Da fehlt ein Zeiger. Ich brauche noch einen. Mr. Frank, hallo, sind Sie da? Du musst doch irgendwo noch einen Zeiger geben. Oder auch nicht. Okay, ich kann nichts anderes machen, außer. Bleiben plötzlich alle Ohren stehen. Das ist gruselig. 18, 20. Wie mache ich denn 20? 10 und 10.
Okay. 18, 20. Was? Warum nicht? 18, 20. Warum nicht? Da stand doch 18, 20 drauf, oder? Was kann man denn noch ausprobieren? 8, 2. Nur das ergibt doch Sinn, oder? Schade. Ja, ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen, aber irgendwie komme ich nicht dahinter. Achtzehn-zwanzig. Wie könnte man das denn noch machen? 18 ist ja schon. Da gibt doch nichts. Das ist so eigenartig. Außerdem, hier ist er so eingerastet mäßig. Warum passiert denn da nichts? Kann hier leider auch nichts anderes machen. Oh, ich kann rausgehen. Moment, ich habe ihn auf 18:20 gestellt, ne? Hat sich jetzt vielleicht irgendwas geändert? Ich krieg schon wieder so langsam Gänsehaut. Was kann ich denn noch ausprobieren? Ich gehe mal kurz speichern. So. Guck ich nochmal hier nach. Das hat sich auch nichts geändert, ne? 18:20. Hallo. Oh mein Gott, plötzlich ist der Schrank offen, weil ich den geheimen Code geknackt habe. Nee, kann ich da wieder zurück? Hä? Wie? Wie jetzt? Wow! Warum steht da ein Ich? Ist das ein Spielfehler? Hallo. Sag mir jetzt nicht, dass ich das Spiel zerstört habe. Bitte nicht. Oder soll das? Hä, das kann doch nicht sein. Das ist irgendwie ein Fehler. Ach, Scheiße. Nein, bitte nicht. Was kann ich denn jetzt noch machen? Oh nein, was habe ich angestellt? Durfte ich nicht zurückgehen? Oh mein Gott, Erik ist online. Yay! Das interessiert uns alle brennend. Ich weiß, ich durchsuche wieder alles, aber. Das, was ist denn das für eine Scheiße? Oh mein Gott, warum? Warum ist das passiert? Warum konnte ich wieder zurückgehen? Warum habe ich jetzt mein Spiel zerstört?
Och, Mano. Ey, jetzt ist das doch nicht dein Ernst, oder? Ich hoffe, das ist kein Fehler. Oh nein. Okay, das ist Kacke. Kann ich jetzt... Hä, das ist so eigenartig. Warum ist da ein Ich? Okay, wisst ihr was? Ich guck mal kurz nach, ob man hier irgendwie noch was machen kann. Oder ob das jetzt irgendwie wirklich ein Spielfehler ist. Und, ja, mal schauen, was danach passiert. Ich muss jetzt echt mal gucken, ob das nicht wirklich irgendwie jetzt, ob ich jetzt nicht irgendwie das ganze Spiel kaputt gemacht habe. Bis gleich.